Und da sind wir wieder. Hallo. Wahrscheinlich sind wir auch nicht lange alleine hier. Gebieter, was tun Sie hier? Schießen. Und wahrscheinlich kommen die eh nicht alleine zurecht. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Da freut mich ja zu hören, dass es überhaupt noch Verstärkung gibt. Wie viele sind wir dann? 4, 5, 6 Leute? Keine Ahnung. Sagt. Ja, ich hatte mich da nur über den einen gewundert, der hat so irgendwie gemacht. Elender Hund. Was heißt hier elend? Habt ihr etwa auch Haustiere? Warum nennt ihr sie dann elendig? Oder wollen sie sich Fladdis halten? Das wäre nicht so gut. Die fressen viel zu viel. Oh, da hat einer einen Raketenwerfer. Stell dir mal vor, neue Erfindung, ne? Den Flattwerfer. Man verschießt Flattsporen. Aber warum sollte man das tun, ja? Besser nicht. Man will ja die Infektion nicht weiter verbreiten, ne? Und er putzt. Ja, von dem Raketenwerfer treffen lassen, nicht so gut. Aber schau, da hat er schon einen Respawn. Dabei bin ich mir recht sicher, dass es das mit der Flat hier jetzt noch nicht war. Ja, leckeres Geräusch, aber... Da kommt... Da, hups! Oh, da kommt Nachschub. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon die ganze Zeit drauf gewartet. Nein! Aua! Ja, Aua hat's gemacht und dann war er weg. Ich glaube, eigentlich war es sogar ein bisschen andersrum, ne? Erst war er weg und dann hat er Aua gemacht. Ja, jetzt müsste man natürlich eine Stelle finden, wo ich dann gut respawnen kann, aber da krabbelt wieder alles. Flair. Ist natürlich schlecht, dadurch steigen meine Respawn-Chancen wahrscheinlich auch nicht großartig an. Also ich habe immer eine Alternative dabei, aber manchmal ist halt auch die leer. Da hat er sich die Griffel verbrannt. Fick die Flatte in ihre fleischigen Arsch. Wir sollten sie zwingen, unsere Scheiße zu fressen. Die sollen ausscheißen müssen, um sie nochmal zu fressen. Und dann fressen sie unsere Scheiße quasi ein zweites Mal, weil sie auch wieder ihre Scheiße essen, die auch unsere Scheiße beinhaltet. Ja, ja. Hier lag noch vorhin noch Millionen von Waffen rum. 2 Millionen. 1 Million. Ja. Nicht du. Da sind 5 dafür ich. Keine Ahnung, Fleischbäfel, die nicht zubeißen. Verdaut's? Aber die Kackwurst ist noch intakt. Da hat's Verdaut's gemacht. Hoffentlich auch dort, wo es zählt. Au. Gemacht. Müssten noch 2 sein mindestens, aber der eine ist schon so gut wie tot. Ja, weil ich habe ihn vorbearbeitet, ne? Ich habe ihn weich geklopft. Respawn! Wupp, 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 wupp. Die Eierschleuder. Ja, schüttel mir die Blatt. Wupp, 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 wupp. Hinter dir. Okay, jetzt nicht mehr. Verlieren die keine gescheiten Waffen heute. Zumindest etwas Größeres als das Pistölchen wäre mir ganz recht. Ist das unser Phantom? Ja, jo. Wow, also die Verstärkung ist tatsächlich eingetroffen. Das heißt, wir können jetzt gleich weiter, wenn wir diese kleinen Nuppel da noch erlegt haben. Kann der Phantom eigentlich auch diese kleinen Kartoffelmonster da erwischen? Also die ganz, ganz kleinen Sporen, die da rumrennen? Sieht auf jeden Fall jetzt ziemlich ruhig aus. Sieg. Das war jetzt aber spontan. Parasiten, Menschen, ganz egal. Beide kaufen einen im Nudelregal. Auf dem Schädel steht ein O. Ich glaube, das ist eine Null. In der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol, unerlässlich für die große Reise. Ich muss es finden. Wir sollten direkt ins Zentrum der Verseuchung.
das Symbol holen und alle Flats, die wir sehen, vernichten. Hurra! Der Parasit ist kein Pappenstiel. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich finde es toll, dass die Worte wie Pappenstiel kennen. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Es soll noch mehr Verstärkung kommen? Mehr Verstärkung als ein Phantom? Ja, okay, wir haben da so ein Panzerdingsbums, ne, und so. Oh, und ein Ghost, den sollte ich mir vielleicht schnappen. Zu den Fahrzeugen, wir brauchen ihre Geschütze. Ach, Geschütze sind immer gut auf unserer Seite. Und das sind jetzt wieder die Drohnendinger, keine Fladdies mehr, ne? Macht ihr mal schön weiter, ich gehe in meinen schönen Tunnel. Ja, was, seid ihr schon fertig? Runner da. Ah, Vergangenheitsossel hat's doch noch gerettet und sich den Ghost geschnappt. Das Blöde ist, das Ding britzelt schon. Upala. Warum landest du vor mir? Denn hinter mir war noch genug Platz. Im Wagen neben Ghost vor mir fährt ein kleiner Ungeu. Ich hör dich nicht. Hallerstuhl. Sang heilig Volksmusik. Kennen die überhaupt andere Musik als kriegerisches Getrommel? Zumindest auf mich wirken die Sang Heidi nicht so unbedingt musisch, ne? Das sind die ehrenhaften Krieger, aber ja, da hört's vielleicht auch auf. Oder vielleicht Kriegsphilosophen, sagen wir es mal so. Boah, da hat jemand seine Solo-Seite drauf. Weiter geht's, bin unterwegs. Ajo, ist gut, wir machen schon mal den Weg frei. Hat wirklich einer Spaß mit seiner Gitter. Aber jetzt, ey. Da steht ein Panzer rum. Und der war sogar unbesetzt, Junge. So, wo sind sie jetzt, die zahlreichen Feinde? Ach, da drüben? Ich meine, du sitzt in einem Ghost, ne? Also müssen es andere sein. Aua, aua. Man bräuchte ein gutes Stück, auf dem man vor und zurückfahren kann. Warum schießt der Ghost auf mich? Ist der bekloppt? Warum sollte er es nicht tun? Wo ist wohl ein Flatternis drin? Menschen! Ja. Menschen? Ja. Ich bin Zürich. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Ihren Panzer hier haben stehen lassen. Ich bin so dankbar, ich jag sie gleich in die Luft, also nur wenn sie auf mich schießen, natürlich. Bamsen. Wir haben sie bedient, hier in Bavaria, und jetzt haben sie Schiss. Auf der anderen Seite, da ist noch irgendwas. Na, immerhin scheint die Drohne stillzuhalten. Überwiegend. Ja, die Raketen kommen alle ein bisschen zu knapp. Das passt mir ganz gut. Ui, noch so ein Buttnugget Ghost. So, haben wir sie jetzt alle eliminiert. Verbrannte Erde und so. Scheinbar nicht ganz. War mir jetzt eben im ersten Moment auch nicht sicher, ob das nicht Rappner ist, der sich so ein Ding geschnappt hat, aber nee, war er dann doch nicht. Ich mache mir ein paar kleine Sorgen um den Panzer, weil der schon ziemlich angegriffen aussieht. Der Panzer dreht sich und dreht sich. Penis, 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 Penis. Sie hörten eine Eigenkomposition, Tobi Natur nachempfunden. Ich glaube, der Tobi hat doch früher, als war öfter mal Penis gesagt, ne? Evil, evil. Also, Ossi, jetzt komm, jetzt kannst du hier keine Insider auspacken, ihr kennt doch keine. Ich bin mal gespannt, wie lange der Panzer wird noch leben, wenn ich um die Kurve bin. Es sprach für sie der German Borat. Okay, hier geht's hoch, dann geht's da auch bestimmt raus und dann ist da bestimmt wieder was los.
Seitan. Es hat gerumpelt. Im Allgemeinen kann so ein Rumpeln bedeuten, dass die Feinde besiegt sind. Es klingt aber ganz so, als würde da noch was schießen, noch so eine Drohne. Ach ja, da drüben, ja, schießen wir gleich drauf. Keine Eile. Wir müssen den Big Boy, den müssen wir ja jetzt erstmal in Stellung bringen. Good evening, I hope you want your explosion served hot. Bei Nett gibt's halt auch nur noch lauwarm. None shall stand before our might. Der kann mich greifen, der Depp. Das habe ich auch noch nicht erlebt, im ganzen Halo 2 nie. Tja. What? Öfter mal was Neues, ne? Wenn man sich sonst Zeit lässt und immer alles wegschießt, aber diesmal nicht. Ob ich mich noch hätte retten können, wenn ich rausgesprungen wäre? Das habe ich mich gefragt, aber ich habe es nicht ausprobiert. Warum nicht? Ich hätte gedacht, vielleicht lässt er mich einfach nur fallen, mir passiert ja gar nicht so viel. Falsch gedacht. Tja, man muss es ausprobieren. Sind sie ein Feind? Oh, er ist ein Feind. Er hat Gewächse auf dem Kopf. Viel Feind, viel Gewehr. Ich gewähre dir ein nächstes Leben, dass du dem Feind auf den Kopf hauen kannst. Also diesem Gewächs, was da drauf unterwegs war. Ah, scheiße. Er hat mich runtergehauen. Reload the checkpoint. Welche wie das russische Mitglied der Flat heißt. Ja. Vladimir. Oh. Also ich fand ein bisschen gut. Seine Frau ist dann die Flatterina, oder? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt langfahren muss hier. Ich sehe da einen grünen Pfeil da rumeiern, aber das war's auch. Ah, durch diese hohle Gasse wird er kommen. Und hoffentlich meint sein Kollegen reichen. Diesmal lasse ich mich nicht krapschen. Mann, krapschen. Ja, vielleicht ist das ja auch automatisch geskriptet, dass er sich einfach dann das Fahrzeug holt, damit man es da nicht, also nicht wirklich einfach hat. Dabei spielen wir doch nur auf heroisch und nicht auf legendär. Einfach ist für Pussys. Und zweifach? Zweifach, ja, doppelte Anzahl von Gegnern und so, ne? Ich sehe keinen Grabschein in der Luft. Nur Schrott, der unbedingt mit mir mitfahren will. Ah, da ist ein neuer Grabschein. Im Idealfall schießen wir den weg, bevor der uns grabschen kann. Und mit so einer großen Wumme ist auch der Schutzschild kein Problem. So, der Airspace seems safe. Von Enforcern und von flattbesetzten Wraith. Nicht Ghost. Nee, Wraith. Da war vorhin der Grabscher, aber jetzt sehe ich hier keinen. Nichts mehr Grabscher, nichts mehr. Vielleicht wurde er schon zerschossen. Badumts, badumts. Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich den Menschenpanzer irgendwie ein bisschen cooler finde wie den Alienpanzer. Keine Ahnung, ob es an der Steuerung oder an der Waffe liegt oder so. Da schießt du eigentlich auf wen und von wo? An sich ist doch wurscht, man muss es nur finden und abschießen. Er kommt da von der Seite an. Ich weiß nicht, ob er feindlich war, er ist auf jeden Fall weg. Er schießt, sie schießt. Warum schießt er nicht mit ihr? Warum fahren sie nicht schießen? Ist doch so romantisch mit großkalibrischer Munition auf Sachen schießen. Der Panzerkampfsport ist jungen Frauen vorbehalten. Na, kennt wer die Serie?
Ich komme jetzt aus eurer Höhle hier, aus dem Tunnel raus. Okay, ist Ihnen recht. Merkt ihr das mal? Merkt euch das endlich mal. Röschenhof! Komm ich hier mit meinem Panzer durch? Eventuell. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich finde den Panzer der Menschen und so besser, ne? Aber der ist auch ein bisschen breiter. Aber bisher hat er zumindest mal gereicht. Küsse die Flammen. Ich habe auch noch genug Flammen für dich übrig, Segel. Röschenhof. Naja, ich habe schon mal ein Hotel gesehen, das hatte die Aufschrift Mösenalm. Aber das könnte auch ein Schreibfehler gewesen sein, oder ein Photoshop. Kein Grabscher? Sehr schön. Oh, da kommt einer, direkt von vorne, Mist. Oh, der muss doch gleich weg sein, die Sau. Ja, ich kann hier nicht so gut ausweichen, hör mal auf. So. Wenn ich die Lage richtig einschätze, sind wir auch schon bald drüber. Das, was da fliegt, ist das ein Feind? Ja, alles, was da fliegt, ist ein Feind. Okay. Oh, tatsächlich. Shit! Das scheiß Drohnenlaser, das könnte mir jetzt zu Verhängnis werden. Es scheint mir noch gut zu gehen. Noch. Oder wieder. Solange jetzt kein Grabscher von mir. Ich habe meinen Wraith ausgeschaltet. Sehr schön. Der Panzer hält sich. Vielleicht kannst du ja wieder als Schütze einsteigen. Aber ich kenne das ja auch, ne? Man will lieber ein eigenes Fahrzeug haben. Da vorne der Weg sieht wieder nicht ganz so breit aus, wie man es gern hätte. Und dann diese ganzen Felsformationen, ne? Das gibt natürlich den Feind Deckung, aber auch mir. Bäh. Gleich könnte mein Panzer in die Luft gehen. Der scheint sich immer noch zu halten. Diese menschliche Technik. Und ich habe einen neuen Wave. Aber da war ein Exkavator. Enforcer. Oh nein, 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 ah, ja, das war's. Ich hab's kommen sehen. Raus hier, schnell. Tarnen? Täuschen, tarnen und Fabrik. Scheiße. Es war ein guter Versuch. War leider zum Scheitern verurteilt, aber war ein guter Versuch. Das Positive daran ist, dass ich meinen Panzer wieder habe. Juhu! Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück oder Skill kriege ich den ganz hier durch. Ah, da ist aber schon wieder so eine Drohne! So, noch jemand da, der noch will? Scheinbar ja. Von da drüben irgendwo? Da war doch eben noch ein Schuss. Na gut, wenn jetzt keiner mehr ankommt, dann versuche ich halt weiterzufahren. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja, das sah so aus, als hätte da jemand gerade wieder seinen Panzer verloren. Aber meiner geht noch. So, nochmal diese Stelle. Am besten ohne in die Luft zu fliegen. Vielleicht bleibe ich ein bisschen weiter in der Höhle stehen, wenn ich klug war. Ein Schluck auf Rülps Button Smash. Immerhin die Raketen von der großen Drohne dürften mich hier drin nicht treffen. Aber wenn es nur noch der da wäre, wäre das Risiko für mich minimal. Da hängt er leider bloß auch ein bisschen blöd hinter dem Felsen. Aber jetzt... Ich hoffe, das war der letzte. Nein, mein schöner Panzer. Teleportiert er mich einfach da raus. Na gut, aber ich glaube, der Gang wäre ein bisschen eng dafür. Was willst du denn mit deinem Panzer?
Ich hätte ihn gerne noch behalten. Hättest du dir ähnlich verwendet? Ja, aber ich hätte einen gehabt. Ach, das war wieder ein Terminal. Ja, diese Terminals, die wir uns natürlich der Vollständigkeit halber nicht angucken. Was haben wir denn jetzt schon wieder geschafft? Ich bin entzückt. Er kommt blind aus. Ich will sehen, was ich umbringe. Oh fuck, ich habe keine Deckung. Deckung, ihr habt nicht. Doch, ich habe ein Fleckchen gefunden. Fleckchen gefunden? Das ja, hat mir den seinen heiligen Arsch gerettet. Ja, wow. Fliegt's einfach nach unten. Von den Dingen hat sie irgendwo eine Fabrik. Arsch gerettet 2, wenn das hat. Hey, nice, ich bin zu Fuß unterwegs, hab diesen Blaster und da kommt das große Ding. Aber solange mich die Raketen nicht treffen, dürfte ich eine Chance haben? Fragezeichen. Kennst du mit deinem Strahl gerade mal die Kachel in die Duschputze? Bräuchte man nicht immer den Sanitärreiniger? United Warriors of Leberkäse. Trobavarian Blick von hinten, das finde ich aber nicht nett. Ich habe daheim das Shirt Make Love Not Ach, ich weiß nicht, wie ging es nochmal? Make Volksmusik Not War. Wo ist der Unterschied? Bei Volksmusik sind die Opfer meist Ü80. Ja, den kleinen habe ich eigentlich gesucht. Listen to Quar. Ton. Oh oh. Ist das mein Ende? Ach nee, der hat nur da vorne die Ecke bombardiert. Wo ist er denn hin, der Tom Bombadil? Geht er schon wieder irgendwelchen Zwockeln in Mittelerde auf den Sack? Ach, das war das, das du schon hattest? Der Terminal? Ja. Und ich dachte schon, ich hätte was Wichtiges gefunden. Ah, da ist er also. Du musst dich jetzt von hinten erwischen können. Jetzt bleibt die Sauer, wenn er stehen. Reicht es nicht auch, ihn von unten zu erwischen? Ja, was? Na, den Onkel mit der großen Kiste hier. Geht mir jetzt voll auf den Sack. So. Irgendwie lässt ihn das alles kalt. Bude. Jetzt geht mir auch noch der beschissene Laser leer. Wahrscheinlich ist der Rapner jetzt eh schon weitergerannt. Irgendwo ganz woanders wieder, ne? Und ich häng mit dem Ding hier rum. Hä? Wo stehe ich denn jetzt? Oh, ich bin irgendwo runtergerutscht. Jetzt habe ich so lange mit dem großen Ding gefochten, ne, und renne einfach doch vorbei. Der Weg sieht halbwegs frei aus. Kopfkratz, vielleicht war da schon jemand. Wie du dumm Satanas. Einfach hast du eine Energieklinge. Geh weg, fall tot um. Am wahrscheinlichsten ist ja, dass er Splotch macht. Pro-Tipp an alle, die es wissen wollen, wenn man selbst eine Energieklinge hat, ist das ganz praktisch, weil da kann die Flat komplett damit zerteilt werden, dann kann nicht ein anderer Parasit wieder reinkrabbeln oder so. Aber ich weiß nicht, ob sie das im zweiten Teil schon gemacht haben, die kleinen Sporen, oder ob das erst im dritten Teil kommt. Let it rain, let it rain. Eine Nabelschnur, die durch den Wald, durch den Berg führt. Komm ich vom Wald auf den Berg? Da kommst du von Nabelschnur auf den Berg. Das war einfach, weil es diese Tunnels wie eine Nabelschnur da durchziehen. Ach scheiße, der hockt auf meinem Panzer. Panzer. Paul. Da liegt eine Energieklinge. Kannst du haben. Brauche ich nicht. Bei diesem ganzen Fluggezeugs hier, da ist mir der Laser wirklich lieber.
Ghost voraus! Oh Mist, da hätte ich drauf springen können. Ich glaube, der gute Herr, der hat eh keine Verwendung mehr dafür. Also vielleicht ist es ja noch gut in Schuss, das Ding. Warte, was geht jetzt hier rum? Wieder einmal Vollgas. Dankeschön. Da ist schon wieder so ein Batterienbelästiger. Nicht runterfallen, verdammt. Na, irgendwas ist noch hinterhergefallen. Ist auch okay. Okay. Ich gehe einfach mal deiner Tuberdose danach. Das ist wie immer, wären die Viecher nicht da, wäre das hier ganz friedlich, ne, mit dem Schneefall. Irgendwas hat gerumpelt. Na, vielleicht war es eine der Heizklappen des Panzers. Panzer haben keine Heizklappen! Ja, beweis mir das Gegenteil. Aber waffentechnisch ist gerade mal wieder ein bisschen mau. Say hello to my little friends. Das ist gemein, jetzt hat er voll vorne den Spaß und ich eier hinterher, ne? Karl und Günther oder was? Hatte Günther und Jauch? Günther Jauch. Stell dir Günther Jauch mal hier auf so einer Kommandobrücke vor. Soll ich den Covenant-Zerstörer als Ziel einloggen? Ich bin nur ein Schneehase, ignoriert mich. Ui. Ja, hätte ich gewusst, dass das hier ein Rodeo wird, hätte ich mein Lasso mitgebracht. So, ist jetzt friedlich so halbwegs? Scheinbar nicht. Ich hoffe, was auch immer die große Explosion hinter mir ausgelöst hat, kommt jetzt nicht vorbei. Okay, außer es war der Raptor, das ist okay. Ja, da schaut er, ne? Ja, das ist scheiße, weil der Panzer war gut. Ja, der hat hier so einen Enforcer. Vor dir jetzt auch. Weil du auch alles stehst. Ja, weil das die beste Taktik in dem Level ist. Deswegen sind wir tot. Ja, wenn du mich da und da rumtrödeln würdest. Ich war direkt neben dir, du Held. Aber ich wiederhole mich nochmal. Ist ja insofern gut, dass er jetzt wieder einen Panzer hat. Leider bin ich immer noch zu Fuß unterwegs. Ah, in der Ferne sehe ich schon die Action. Und wenn ich den Junge geschnappt krieg. Danke, mein Herr, für die Schrottschäffel. Wieso darf einer von der Flatten eine Energieklinge haben? Alles ein mutierter. Ja, okay, die Erklärung klingt logisch. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob die es nochmal hinkriegen, uns da fernzuhalten. There was another ghost, and it's not mine! Bloß nicht auf den falschen Ghost schießen, Rapner. Ist er gerade runtergepurzelt? Ich glaube ja. Verbündete, dass wir das nochmal erleben dürfen, ne? Die Frage ist, taugen sie was oder sind sie nach 3 Sekunden weg? Boah, Leute, doch nicht alle drei auf mich hier, also. Nein, nicht rausholen, verdammte Scheiße, ich wollte nur überfahren, warum bringt das gar nichts bei der Platte? Auf. Ich steig aus. Hoffentlich steigen die nicht gleich in dein Panzer ein. Eingestiegen, wäre nicht ausgestiegen. Das war ja genau das, was ich befürchtet habe, ne? Okay, once again into the breach. Panzer hat einen Afterburner. Mir als Schneehasen ist das natürlich ganz fremd. Ich bin ein Polarhase, der Panzern hinterherhüpft und Flatt tötet. Mist, jetzt ist er diesmal vorbei. Ah, guck, der befällt mich einfach. Aber wenn ich das machen will, ist das auf einmal gegen die Spielregeln. Hör auf mit dem Mimimi und fang an, Flatt zu töten.
Ja, der Panzer sieht aber auch nicht mehr ganz frisch aus. Hey, liebe Leute, und da sind wir schon wieder beim Endscreen. Ja, diesmal eigentlich nur Handgemenge bzw. Scharmützel mit der Flat und mit den Drohnen. Und zwischendurch, ich glaube, da waren mal ein paar Menschen zu sehen, aber die haben nicht groß an der Waagschale getippelt. Kann man das so nennen? Sie haben nicht groß an der Waagschale gewagt. Sie haben kein größeres Gewicht draufgelegt. Ja, genau. Bleiben wir einfach dabei, ne? Die Checkpoints kamen mir hier auch ein klein bisschen weiter auseinandergezogen vor und es gibt so viel zu töten in der Mission. Wir kommen voran, aber nicht ganz so schnell wie zuvor, denke ich. Nun gut, beim nächsten Mal geht's da also dann auch direkt weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock, da auch wieder mit dabei zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ne? Und dann sag ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Halo 2 oder bei einem der anderen Projekte. Da gibt's ja auch noch ein paar. Eieiei, und noch so viele, die ich fertig machen muss. Ja, gut, okay, ich habe mit dieser Folge ja wieder einen kleinen Beitrag geleistet. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Also denn, macht's gut, euer Ossel sagt ciao.